Moin Leute, willkommen zurück zu New Super Lucky Tale. Weiter geht's mit unserem fuchsigen Abenteuer. Ich habe natürlich nochmal nachgeschaut nach der letzten Folge. Und ja, ich war einfach dumm, ich habe das nicht richtig gelesen. Man muss in diesem Level sich nicht erwischen lassen in einem Durchlauf. Das heißt, man muss einmal wirklich von vorne bis hinten komplett durchgegraben da durchkommen. Wenn mal in der Folge Zeit ist, hänge ich das mal hinten dran. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das nächste Level an, und zwar ein Pfad ins Nirgendwo. Nirgendwo, nirgendwo. Vielleicht ist das Level auch gewesen. Hätte ich mal vorher nachgucken sollen. Mit den 4 Diamanten. Ist es heute so heiß hier drin oder brennst du nur gerade ein Feuerwerk ab? Mir brennen gleich die Schaltkreise durch und das meine ich positiv, Junge. Heute lassen wir es mit den Laufbändern so richtig krachen. Sei flink, sei schnell und gib Acht, in welche Richtung sich der Boden bewegt. Fehler. Boah, da habe ich jetzt kein was. Könnte diese Übung das Ende deiner Existenz bedeuten. Ja. Yeah. Das hätte auch nicht jeder lesen können, glaube ich. Aber egal. Darum geht's nicht. So. Entgegengesetzt. Instant Rip. Okay. Ich schnall's einfach nicht, wo die sind. Ich bin ja wirklich kein Noob, was so 3D-Spiele betrifft, ne? Aber... Oh, hier, da ist eine Leiter. Ein Kletterding. Aber manchmal ist schon echt scheiße. Tschüss. Einmal abwärts, bitte. Gott, bin ich schlecht. Ich lasse es jetzt einfach erstmal. Guck mal, dass ich hier... warum ist das denn... Ich schneide es nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Den dicken Stein da oben können wir uns aber jedes Mal mitnehmen. Ne? Oh, guck mal, da ist ein Edelstein. Kann ich da nicht sogar rüberspringen vielleicht? Oder da rüberspringen? Ging sogar. Hat mich mein... Okay, hier rüber wäre wahrscheinlich doch ein bisschen knapp gewesen. Aber das hier ging schon mal. Oh. Ah, da war noch kein Checkpoint, ne? Ich finde die Musik ein bisschen geil. Jetzt muss ich den ja auch neu einsammeln, ne? No! Okay, ging nicht. Aber wie komme ich da denn sonst hoch? Komme ich da... Da hinten komme ich noch rüber. Von dem hier. Easy. Viel besser. So. Nice. Ach, da ist so ein Tunnel drunter. Aha. Aha, Diamant Nummer 2. Okay. Checkpoint. Nice.
Da sind noch keine Edelsteine. Münzen, Münzen, Münzen. Die bringen halt auch immer 50, ne? Das ist schon amazing so. Nein, okay, das war nicht so gedacht. Da kommt man nicht rauf. Habe ich verstanden, danke. Dreht sich das nochmal? Ja, okay. Gemeinig. Uiuiui. Okay. Oh, das war knapp. Ja. Jetzt mal das da hinten. Ne, hier ist der Edelstein. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass da hinten in die andere Richtung der Edelstein ist vielleicht. Diamanten sind des Fuchses irgendwas. Beste Freunde, finde 4 Diamanten in diesem Level. Ja, was falsch bei euch? Alter, voll die Psycho-Hummeln, ey. Voll die Terminator-Dinger. In einer Tour nur ballern, ey. Krank, Mann. Was bringen diese Baguette-Dinger? Bedeuten die auch irgendwas? Oh, ich hab's geschafft. Bob. Nice. Also die Level sind tatsächlich nicht so schwer. Und nicht so lang an sich. Also schwer schon, ist schon eine Challenge, aber nicht so lang tatsächlich. Und deswegen würde ich jetzt nochmal das Level besuchen aus der letzten Folge. Und würde nochmal schauen, ob ich mich da komplett durchgraben kann für die Trophäe. Und da muss ich doch nochmal gucken, ob ich die Trophäe nochmal anschaue von dem anderen Level. Die Vermutung liegt nahe, dass jede Challenge hier eine Trophäe mit sich bringt. Also nicht erwischen lassen. Dauerhaft eingegraben sein. Dann bleibe ich einfach auch in diesen Checkpoint-Bereichen. Aber nicht getroffen werden gehört dann natürlich dazu. Logischerweise. Aber weil sobald du getroffen wirst, bist du ja auch. Wirst ja auch erwischt sozusagen. Und kommst wieder zum Checkpoint zurück. Das soll man ja vermeiden für die Trophy. So, next. Pium, pium, pium. Ba-bam. Oh, bis jetzt war ganz solide. Zack. So, okay, den können wir natürlich mitnehmen hier. Oder auch nicht, weil wir ihn einfach... Wie ist das denn jetzt passiert, ey? Kann man das Level einfach irgendwie so neu starten? Ne, muss man dann schaffen, ne? Ja, muss man zu... Das ist so doof. Da muss man zur Hubwelt... Hubwelt zurück. Oder man muss das Level beenden, ey. Das ist so dumm. Oh Mann, ey. Weil ich gegen die Wand gebuddelt bin, glaube ich. Arrgh. Geh rein, na. So ein Ärger, wirklich jetzt. So,
Gummi hier. Der Nachteil ist natürlich, jetzt habe ich die Münzen, die ich schon gesammelt habe, gerade eben nicht rausgekriegt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Die hätte man natürlich ganz gut mitnehmen können, weil ich ja schon relativ weit hinten war. Aber ist ja auch unsinnig an der Stelle. Okay, das war knapp. Da warte ich mal lieber. So, um die Bombe herum. So, Checkpoint. Nein, das mache ich besser nicht. Ach Mann, ärgert mich das. Nee, nee, nee. Aber auch nicht sein lassen, ne? Ich hätte erst den Gedanken, dass ich den einfach nicht hole, weil das Risiko zu groß ist, aber kann ich dann halt auch nicht einfach sein lassen. So, Checkpoint again. So, wir müssen in die Richtung. Schnell, schnell, schnell. Da, 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 da. Oh, nee, das war schon. Das ist... Boah, das ist aber auch knapp, ey. So, ich glaube, das war's, ne? Easy. Nice, Graufuchs, da haben wir's. Perfekt. Goal, goal, goal. Amazing. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gibt es das nächste Level. Und zwar das hier. Keine Angst. Alles klar? Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.